Hallo und herzlich willkommen zurück heute zu einer Elektrikfolge. Otto bekommt heute einen Landanschluss. Dazu brauchen wir aber folgende Dinge. Landanschluss, ganz wichtig, FE und Sicherung, Steckdosen und noch jede Menge anderen kleinen Kram. Erstmal ganz wichtig, wenn ihr keine Ahnung von Elektrik habt, dann lasst die Finger davon, denn damit ist nicht zu spaßen, das vorab. Ja, lass uns loslegen. Da haben wir ja noch diese Lücke. Da kommt dann die Sicherung hin und noch zwei Steckdosen. Und als Halterung für die ganzen Steckdosen so schönes schwarzes MDF. Tja, und schon wieder muss ich sägen. Ich habe jetzt schon mal die beiden Löcher für die Steckdosen und jetzt brauche ich noch eine Aussparung für die Sicherung und den FI. Das hier ist so ein Teil, da ist der FI und der LS-Schalter in einem. Ist nicht günstig, aber muss man haben. Ein bisschen wegfräsen, denn der steht sonst zu weit ab. Tada! Achso, wunderbar. Jetzt fehlt nur noch die Befestigung für die Sicherungen. Die Hutschiene. Husti Flex. Ach Gott, hat jemand die Flex gesehen? Haha. So, das sollte fest sein. Mal schauen, ob es auch passt. Boah, wunderbar. Tada! Steckdosen wären schon mal da. Oh yeah! So, für Kabelung ist fertig, jetzt muss sie nur noch befestigt werden. So, da haben wir jetzt zwei Steckdosen, die Sicherungen und das wird der Landanschluss. So, und jetzt kommt der tricky Teil der ganzen Geschichte und zwar der Landanschluss hier muss jetzt irgendwo hier dran. Wieder Löcher bohren. Ich werde es einfach neben die Leuchten setzen und dann führe ich die Leitung genauso wie die von den Rückleuchten
aber dafür muss ich erstmal drunter gucken. So. Also die Kabel, die sind alle dahinter. Muss ich mal gucken, wo ich denn da rauskommen würde. Kann man machen, ne? Schon wieder hin. Kommt dann hier außen dran, bevor die Küche dann eingesetzt wird, kann man das da schon zusammen machen. Da kommt dann nachher der Stecker, das Kabel für den Herd rein. Ja Leute, das wird jetzt die Lösung sein, um den Ausbau rein und raus zu bekommen, ohne das ganze Kabelgedönse zu lösen. Oh, ich habe jetzt gefühlt 3 Stunden damit verbracht, diesen Stecker hier an das Kabel ranzubringen. Naja, Landanschluss ist dran, Kabel kommt innen drin an. Als nächstes muss der Ausbau rein. Die letzte Aktion, bevor jetzt alles reinkommt, ich werde noch hier diese ganzen Löcher mal abkleben, dass da kein Wasser reinkommt. Hier und da. Schön ordentlich mit Bremsenreiniger sauber machen. So, das wär's. Otto ist getaped. So, Löcher sind dicht und jetzt mache ich mal den Schnelldurchgang für euch. Den Ausbau rein. Geht doch. So, ich würde sagen, ich bin fertig. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und dann erfahrt ihr beim nächsten Mal, ob sich die ganze Mühe überhaupt gelohnt hat und ob Otto seine Zulassung bekommt. Natürlich gibt es dann auch eine ausführliche Roomtour. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.